Ja, Winter in Finsterwalde, auch hier im Freibad. Wie sieht's aus? Können wir schon ins Wasser? Aber eigentlich gab es letzte Woche auch schlechte Nachrichten. Ja. Mach mal los. Ja, also ins Wasser glaube ich im Moment noch nicht. Dafür sind die Temperaturen noch viel zu kalt. Schlechte Eisbahnen? Eisbahnen, ja, wenn Sie ein Handtuch mit haben, los geht's. Ja, schlechte Nachrichten. Wir hatten in der vorletzten Woche nächtliche Besucher, die uns hier nicht nur uns, sondern ich denke alle Finsterwalder bestohlen und betrogen haben. Haben Schaden angerichtet, sämtliche Räume durchwühlt, unsere neue, schicke, große Kinoleinwand entwendet. Hat uns natürlich erstmal einen Schritt zurückgeworfen. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen von solchen Idioten. Ich nenne es wirklich Idioten. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Mal gucken, was da rauskommt. Bis zum Saisonstart, in circa 3 Monaten, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn das Wetter dann mitspielt, sind wir aber froher Dinge, dass wir wieder starten können. Und ich gehe davon aus, es wird auch in diesem Jahr wieder Kino geben. Das sind dann nach den schlechten doch auch gute Nachrichten. Also nicht nur Eisbahnen, sondern im Sommer hoffentlich unter nicht so allzu scharfen Corona-Bedingungen dann auch wieder in gut temperierten Freibadwasser. Das ist natürlich keine schöne Info, die wir da kriegen. Aber ich hoffe natürlich, dass auch die Versicherung möglicherweise ein Stück weit einen Ausgleich zahlen wird für die verschwundene Leinwand. Die Kinonächte immer wieder schön, aber auch einfach nur ins Wasser zu springen. Und insofern kann ich jetzt schon Sie, liebe Finsterwalder und Finsterwalder, auch wenn wir mitten im Winter sind, schon mal darauf hinweisen, auch in diesem Jahr wird es mit Sicherheit einen Arbeitseinsatz geben. Also kommen Sie wieder vorbei ins Freibad. Und einer, der immer ein Auge drauf hat, ist Herr Marasus. Vielen Dank. Dafür nicht, danke. Ja, auch auf der Baustelle der Stadthalle Finsterwalde ist Winter. Alles ist eingefroren. Herr Habermann, wie sieht's aus? Ja, also zurzeit haben wir die Arbeiten unterbrochen aufgrund der tiefen Temperaturen und auch des Schnees. Wir hoffen natürlich, dass möglichst bald wieder wärmere Temperaturen hier Einzug halten und dass der Schnee abtaut. Und wenn der Schnee abtaut, gehen die Arbeiten auch unvermindert zügig weiter. So ist der Stand. Aber zurzeit ist natürlich hier Ruhe und ein sehr schönes Bild, aber nicht das, was wir eigentlich sehen wollen. Was schätzen Sie ein? Wie viel Zeit werden wir brauchen, wenn der Schnee langsam wieder runterkommt? Ja, das hängt ein bisschen jetzt davon ab, wie die Temperaturverläufe sind. Wir brauchen auf jeden Fall Plusgrade, sodass der Schnee auch abtaut, sodass die Bewehrung und die Stahlbetonteile wieder freiliegen. Ich denke, dass wir vielleicht zum Ende der nächsten Woche wieder die Arbeiten aufnehmen können. Und alles ist vorbereitet, um weiterzuarbeiten. Wir haben Absprachen mit den Zimmerleuten, mit den Dachdeckern, mit den Trockenbauern, die auch hier in dem bereits zum Rohbau fertiggestellten Bauteil 1 dann ihre Tätigkeit aufnehmen. Das Dach hier ist ja schon gedeckt. Und so wollen wir so, wie die einzelnen Bauteile dann auch den Fortschritt zeigen, mit den weiteren Gewerken einsteigen in die Bauarbeiten. Ja, auch meine Kolleginnen und Kollegen vom Bauamt sind natürlich weiter fleißig. Die nächsten Ausschreibungen sind gelaufen. In der kommenden Woche werden auch wieder 4 weitere Lose in die Vergabe, in den Hauptausschuss kommen. Insofern ist also alles vorbereitet, dass es auch, sobald der Winter Finsterwalde etwas auf seinen Fängen lässt, hier auch weitergehen kann. Ja, nicht nur das Freibad liegt im Winterschlaf, auch die Baustellen bei den beiden Grundschulen in Nesop und in Stadtmitte, aber auch unsere Straßenbaustellen sind eingefroren. Herr Pinetzki, wie sieht es aus auf der Bahnhofstraße? Ja, auf der Bahnhofstraße haben wir ja im Herbst noch geschafft, den Verkehr freigeben zu können. Also die Betonflächen sind hier hergestellt worden. Dann kam der Wintereinbruch, wir mussten die Bauarbeiten abbrechen und wir gehen davon aus, dass wenn der Frost aus dem Boden kommt, also Mitte März, das Bauvorhaben wieder aufgenommen werden kann, wir dann weiterbauen können in der Bahnhofstraße. Für den 24.02. ist eine Bauanlaufberatung einberufen, wo wir dann abstimmen werden, wie wir mit dem Bauvorhaben weiter dieses Jahr vorgehen werden. Ja, eigentlich wird immer gesagt, es wird immer wärmer, immer wärmer. Dies Jahr, seit vielen Jahren, haben wir endlich wieder mal ein wenig Schnee. Die Kinder wird es freuen. Die Kollegen aus dem Wirtschaftshof haben bereits am Dienstag begonnen, aus der Innenstadt den Schnee auch wieder rauszufahren. Herr Pinetzki, wie ist aus Ihrer Sicht der Winterdienst gelaufen? Ja,
Erwartungshaltung an den Winterdienst ist ja immer relativ hoch. Man muss aber dazu sagen, dass man ja letztendlich das organisieren muss, was erforderlich ist, um die Verkehrssicherheit in der Stadt und den Verkehrsfluss zu gewährleisten und zu garantieren. Und das konnten wir eigentlich in allen Situationen erreichen. Es ist so, dass morgens um 3 der Winterdienst beginnt, dass morgens um 3 die Fahrzeuge ausrücken und die Straßen vom Schnee beräumen. Über den Tag sieht es dann oft wieder so aus, dass durch die parkenden Fahrzeuge, durch das Einparken und Ausparken auf den nicht geräumten Stellplatzanlagen dann sich die Verkehrsflächen wieder mit dem Mehl füllen, sodass die Befahrung schlechter wird und erst im nächsten Früh, wenn das Verkehrsaufkommen relativ gering ist, dann wieder der Winterdienst durchgeführt werden kann. Dadurch, dass wir den Winterdienst auf mehrere Firmen aufgeteilt haben, haben wir die Firma Erdwolf aus Doberlerkirchen gebunden, die mit 3 Fahrzeugen unterwegs ist. In Pechhütte und Sorno haben wir eine Firma aus Lauchhammer gebunden, die den Winterdienst durchführt. Und der Wirtschaftshof selber führt auch sehr viele Leistungen durch. Er räumt per Hand alle Bushaltestellen, genauso wie auch die Gehwege, wo die Stadt in der Pflicht ist, nach der Ordnungssatzung der Stadt Finsterwalde den Winterdienst durchzuführen. Ja, Sie sehen es, liebe Finsterwalder und Finsterwalder, wir haben schon wieder leichten Flockenwirbel. Also der Winter wird uns noch ein paar Tage weiter beschäftigen. Sie als auch uns. Ich danke Ihnen, wo Sie überall auf Ihren privaten Grundstücken mithelfen, die Gehwege freizumachen. Das ist wichtig, glaube ich, für alle Bürgerinnen und Bürger, egal ob Sie mit dem Kinderwagen unterwegs sind oder unsere älteren Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Rollator. Sehen Sie es etwas gelassen, seien Sie selbst vorsichtig, helfen Sie mit Ihnen allen, die Sie uns unterstützen und die Stadt freihalten. Einen herzlichen Dank, aber ein ganz besonderer Dank an unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftshof. Selbst der Markt ist beräumt, auch wenn nur wenige gestern am Mittwoch von den Ständen da waren. Aber auch da sieht man ein kleiner Rodelberg noch für die Jüngsten oder für eine Schneeballschlacht. Bleiben Sie weiter achtsam und bleiben Sie gesund.